Der Game Boy ist die ideale Konsole für Puzzlespiele. Denn auch nicht umsonst sind auch gefühlt hunderte Spiele dieses Genres damals erschienen. Denn Puzzlespiele brauchen gutes Gameplay, aber nicht unbedingt jetzt eine super Blender-Grafik. Und diese Spiele spielt man auch gerne mal so zwischendurch für 10 Minuten. Also ideal für den Game Boy, den man mal kurz zur Hand nimmt und mal ein paar Sachen kurz durchzockt. In diesem Video möchte ich euch mal wieder 5 Geheimtipps aus diesem Genre vorstellen. Als erstes möchte ich euch ein vielleicht kurioses Spiel vorstellen, und zwar Stop That Roach. Das ist bei uns leider hier in Europa nie erschienen und wie der Name schon sagt, begeht ihr euch hier auf Kakerlakenjagd. Und zwar relativ strategisch. Ihr habt immer ein Spielfeld mit verschiedenen Hindernissen und auch Kakerlaken. Und eure Aufgabe ist es jetzt, diese jetzt zu töten, zu vernichten. Und das macht ihr, indem ihr eure verschiedenen Werkzeuge einsetzt. Ihr habt also verschiedene Waffen, wie einen Slipper natürlich, um die kaputt zu hauen, oder einen Besenstiel. Die haben alle so verschiedene Vor- und Nachteile, je nachdem, was ihr da habt. Problem ist allerdings, ihr habt nur 5 Runden Zeit. Das heißt, für jedes Level habt ihr 5 Züge, die ihr machen könnt. Also irgendwo hinlaufen, die Waffe benutzen und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass diese Kakerlaken zwar relativ ruhig darum stehen, wenn ihr natürlich nur aber eine Kakerlake irgendwie gerade mit einem Slipper irgendwie erledigt und im Feld direkt daneben ist auch eine andere Kakerlake, kriegt die das natürlich mit und rennt weg. Das heißt, hier müsst ihr sehr vorausschauend und strategisch denken, um dann wirklich alle wirklich dann zu erledigen. Ein wirklich sehr, sehr cooles, interessantes Gameplay, was natürlich auch so ein bisschen sehr sympathisch, humoristisch präsentiert wird. Klare Empfehlung von mir aus, ich finde es schade, dass es damals bei uns nicht erschienen ist. Als nächstes habe ich euch Gearworks mitgebracht. Und auch hier sagt der Name eigentlich schon fast das gesamte Spielprinzip. Und zwar habt ihr ein Feld, das ist so mit kleinen Pins unterteilt in verschiedene Felder, also Unterfelder. Und ihr habt auf diesem Feld habt ihr immer eine gewisse Anzahl von hellen Zahnrädern. Und eure Aufgabe ist es jetzt, diese Zahnräder alle so zu verbinden, dass sie sich drehen. Dafür habt ihr natürlich verschiedene Werkzeuge. Das wichtigste Werkzeug, was ihr dafür habt, sind eure Zahnräder. Das Problem ist allerdings, die setzt ihr zwar auf diese Pins, um dann halt entsprechend die Zahnräder zu verbinden, muss natürlich sich auch alles korrekt drehen können und so weiter. Also das funktioniert hier schon alles mechanisch richtig. Und das Problem ist, diese Zahnräder gibt es in verschiedenen Größen. Und wenn ihr ein Zahnrad setzen wollt, wisst ihr nicht, welche Größe ihr bekommt. Und dadurch müsst ihr natürlich immer mal schauen, okay, dieses Zahnrad, das kann ich jetzt nicht gebrauchen, das kann ich jetzt irgendwie erst am Rand hier irgendwie aufbauen, so auf ein Abstellgleis quasi. Und da habt ihr so ein bisschen dieses, ich sag mal, Tetris-Problem, dass euer Spielfeld eventuell ganz zugemüllt ist und ihr das alles nicht schafft. Ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Wege, um voranzukommen. Es gibt zum Beispiel so ein bisschen Öl, womit ihr irgendwie festgefahrene Zahnräder irgendwie lösen könnt und sowas. Aber das Hauptspielprinzip ist wirklich das Verbinden dieser einzelnen Zahnräder. Und dadurch kann ich euch das Spiel wirklich wärmstens ans Herz legen, weil natürlich ist dieses Spielprinzip sehr einfach und ganz klar, es gibt auch Dutzende Puzzlespiele wahrscheinlich, die das so mit den Zahnrädern irgendwie abbilden. Aber das macht es eigentlich so relativ sympathisch und lege ich immer mal wieder so gerne auch einen Gameboy rein, um mal einfach mal kurz so auf dem Klo oder sowas kurz eine Runde zu spielen. Deswegen auch hier klare Empfehlung von mir aus. Dann haben wir ein Spiel, was ihr auf den ersten Blick vielleicht euch fragen mögt, hat das was mit dem Kirby-Universum zu tun? Und zwar Megalith. Denn ihr seht es jetzt hier am eingeblendeten Gameplay. Der Protagonist, der sieht wirklich irgendwie Kirby-mäßig aus, hat aber mit der Knuddelkugel von Nintendo nichts zu tun, außer vielleicht das Aussehen ein bisschen. Und hier erwartet euch ein Puzzlespiel. Und zwar habt ihr in jedem Level immer verschiedene Steine irgendwie aufgestapelt. Und euer Ziel ist es jetzt, alle diese Steine auf den Boden zu legen.
könnt ihr euch natürlich vorstellen, okay, ihr könnt natürlich die Steine irgendwie ziehen, ja, und drücken. Gut. Dann geht es natürlich schon, dass man so ein bisschen Schwierigkeiten irgendwie einbauen kann, aber so richtig kompliziert klingt das ja nicht. Da kommt jetzt aber noch ein kleiner Kniff hinein, und zwar sind diese Steine irgendwie wahrscheinlich irgendwie aus Sandstein gebaut oder sowas und nicht sehr stabil. Das heißt, wenn die aus einer zu hohen Höhe runterfallen, zerbrechen die. Und deswegen müsst ihr zum Beispiel einen relativ hohen Turm auch erstmal gezielt, ich sag mal, abbauen und immer so ein bisschen Puffer einbauen, damit das alles nicht so nach unten fällt. Trotzdem ist das wirklich dieses, trotz dessen, dass es wirklich das Spielprinzip sehr einfach ist natürlich, bringt das eine enorm große Spieltiefe rein. Und ihr wollt, sitzt davor und denkt immer, noch ein Level. Und dadurch ist auch dieses Spiel ein guter, würdiger Kandidat für diese Empfehlungsliste. Als nächstes möchte ich euch Hayenku Alien vorstellen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich glaube es nicht. Ist bei uns in Europa leider auch nicht erschienen, sondern nur in Japan und in Amerika. Und hat ein sehr, sehr interessantes Spielprinzip, was es so in der Art, glaube ich, schon ein paar Mal gibt. Und zwar habt ihr, ja, ich sag mal, so ein Pac-Man-ähnliches Labyrinth. Ist natürlich jetzt nicht so symmetrisch und gleich aufgebaut wie Pac-Man, wo ihr verschiedene Korridore habt und natürlich auch Gegner und so weiter. Und ihr befindet euch da drin und müsst die Gegner erledigen. Wie macht ihr das? Ihr habt eine Schaufel dabei. Das denkt euch wahrscheinlich, okay, gut, nehme ich ja die Schaufel und bam, einmal auf den Kopf der Gegner. Aber nein, ihr grabt Löcher. Und ihr grabt diese Löcher, da muss man natürlich ein, zwei Mal graben, bis sie tief genug sind. Dann fallen die Monster rein und dann müsst ihr schnell hinlaufen und die wieder zugraben. Denn wenn die einfach nur reinfallen, dann werden sie halt nur gestoppt und gehen nach ein paar Sekunden wieder aus diesem Loch raus. Zum möglichen Erledigen müsst ihr sie zugraben. Ein sehr, ich sag mal, mobiles Spielprinzip auf jeden Fall. Aber dadurch kommt ihr halt immer so ein bisschen strategisch auch dran. Ne? Zum Beispiel eine gute, valide Strategie ist halt, okay, ich starte zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, unten rechts. Ich habe hier zwei Gänge, einen oben und unten. Jetzt grabe ich erstmal die beiden Löcher, damit ich ja immer sicher bin. Und dann kann ich mich so nach und nach etwas vortasten. Sehr, sehr strategisches Spiel, was natürlich auch eine gehörige Portion Geschick von euch verlangt. Aber wirklich, spielt da mal rein, macht sehr viel Spaß. Als letztes möchte ich euch Stargate empfehlen. Und jetzt mögt ihr euch jetzt vielleicht denken, Stargate, das war doch diese Fernsehserie, Science Fiction, ne? Mal verschiedene Planeten irgendwie bereisen durch diese, ja, Sterntore, durch diese Stargates und da irgendwie Wunderabenteuer erlebt. Was hat das jetzt hier beim Puzzle zu tun? Genau die Frage habe ich mich ehrlich gesagt auch gestellt, denn ein Spiel zu dieser Serie stelle ich mir persönlich eher so ein bisschen als, ja, so Action-Plattformer oder irgendwie sowas vor. Aber nein, sie haben ein Puzzle-Spiel draus gemacht und ein sehr interessantes. Und zwar habt ihr so eine Röhre, die in verschiedene Segmente unterteilt ist. Und ihr habt Steine, die halt so kreisförmig, ich glaube, Achtelkreise sind das, da so reinpassen. Und diese Kreise oder diese Steine, die haben bestimmte Motive. Und zwar eins auf jeder Seite. Per Tastendruck könnt ihr die immer wechseln. Und Ziel ist es, immer drei gleiche Symbole übereinander zu stapeln. Da diese Röhre aber dreidimensional ist, müsst ihr dann natürlich aufpassen. Denn um einfach mal so ein paar Steine auf ein Aufstellgleis irgendwie zu stellen und sie das an einer Seite zum Beispiel hochstapelt, dann könnt ihr, wenn diese Steine irgendwie reinfallen, da gar nicht dran vorbei, weil das wirklich sich so physisch anfühlt. Ist ein bisschen blöd zu beschreiben irgendwie, aber die haben es wirklich sehr gut umgesetzt, so einen 3D-Effekt irgendwie einzubauen und auch eine 3D-Welt damit zu verknüpfen. Das Spielprinzip an sich ist natürlich einfach, ne? Kombiniere drei gleiche Steine. Hat hier natürlich nur so die Besonderheit, dass es so eine Art Story-Modus gibt. Das heißt, ihr habt einen normalen Spielmodus, wo ihr einfach so endlos, zeitlos spielen könnt. Und da einen Kampagnenmodus, wo ihr immer gegen diese
Ich bin leider im Stargate nicht so bewandert, gegen diese Wächter antritt und das ist dann quasi wie so ein normaler Versus-Mode, wie jetzt irgendwie bei Tetris oder sowas. Das heißt, wenn ihr bestimmte gute Kombinationen bekommt, kriegt der andere irgendwie Steine aufgelegt und dadurch gewinnt ihr halt irgendwann. Ne? Ist halt schön aufgemacht, aber vom Grundspielprinzip her wirklich jetzt nichts revolutionär Neues, aber durchaus interessant umgesetzt worden und deswegen einfach meine klare Empfehlung von mir aus, denkt euch einfach das Wort Stargate weg und seht es als interessantes Puzzlespiel. Was waren denn meine Tipps? Habt ihr noch weitere Puzzle-Tipps? Würde ich mich natürlich freuen. Auch ich bin immer über Tipps dankbar. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.